Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich bin nicht in gewohnter Umgebung, sondern an einem Ort, den ihr vielleicht kennt aus anderen Videos, und zwar von Emre! Hi! Was habe ich hier? Ein Pelzmantel und ein Pizzapulli. Ja, was ist hier überhaupt generell los? Ach ja, das ist gerade mein Intro-Zimmer, weil ich gerade ein Pizza-Video drehe. Wie viele Pizzakartons sind das? 400. Alter, vollkommen gestört. Aber wir machen heute keine Pizza, sondern... Was machen wir heute? Wir werden heute Weihnachtsreste frittieren. OMG, ich bin gerade auf Diät, Julia. Juliette Beauty, was soll das? Ja, heute bist du nicht auf Diät. Nee. Tut mir leid. Ich habe noch ganz viel Zeug übrig. Ja. Und das werden wir heute alles frittieren. Frittieren? Ja. Okay, du hast hier schon eine Fritteuse. Genau, ich habe schon eine Fritteuse, die Joey mir geklaut, beziehungsweise ich habe sie bei Joey mal vergessen. Dann hat Joey sie mit zu seiner Familie nach Hause genommen, hat ein Video damit gedreht und sie mir dann irgendwann wiedergegeben. Und jetzt habe ich sie zurück. Und jetzt würden wir wieder ein Video drüber drehen. Aber naja, egal. Das war. So, ist sie schon an? Nee, wir müssen erst Öl reinmachen. Erst Öl, dann an? Das ist so ekelhaft. Guck mal bitte, wie viel Kalorien 100 Milliliter Öl haben. Was glaubst du? 3, 6, 5, 400. 400? Ja. 800. Oh. Stell dir mal vor, du würdest das trinken. So 100 Milliliter davon nur. Ja, kann dauern. Ich hoffe, das reicht überhaupt. So. Ich glaube, wenn man selber frittiert, kommt man auf die Idee, weniger zu frittieren in seinem Ernährungsplan zu essen. Ne? So zerkart gern Deutsch. Ich glaube, ich habe was sagen wollte. Aber irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht abartig. Das bewegt sich schon so voll krass. Siehst du das? Oh, was sind denn deine Lieblingsleckereien zur Weihnachtszeit? Boah, keine Ahnung. Ich fand die Dinger immer früher voll geil. Mochte ich nie. Echt nicht? Schokoladenkränze. Ich mag es nicht, wenn irgendwas zu hart ist. Oh. Boah, kennst du die? Die sind übelst geil. Aber da steht Taste of Asia. Ja, trotzdem gibt es die immer an Weihnachten. Wollen wir damit anfangen? Mit Maiskolben? Mit Maiskolben. Okay. Guck mal, langsam ist es doch heiß. Das wird schon passen. Ja. Wir haben einen Teig vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie gut ist oder nicht. Wir haben einfach nur Mehl. Wir haben einfach Mehl, bisschen Wasser, bisschen Salz, Backpulver. Ja. Ja, das ist jetzt unser Teig. Das sah bei dir aus, als ob du das schon immer gemacht hast. Als ob du das jeden Tag machst. Zack, zack, zack. Echt? Ich habe einfach irgendeine Scheiße gemacht. Ich habe gar keinen Plan, was wir da gemacht haben. Ah, ich krieg's nicht auf. Oh mein Gott, soll ich dir helfen? Na klar, Schatzi. Guck mal hier, Mäuschen. Oh, ich hab nur so getan. Guck mal, das ist ja noch feucht. Oh mein Gott, ich lieb die. Wenn man etwas frittieren möchte und das, wenn ihr wollt, dass das knusprig ist, müsst ihr es eigentlich immer trocknen. Dann werden immer schön crunchy. Wir haben hier den Frittier- und Koch- und Back- und alles Meister. Oh yeah. Und während ich das mache, ist das schon abgebrochen. Super. Das ist zum Thema Meister. Ich habe aus Japan mir so eine Katzenzange bestellt. Als ob du die aus Japan extra bestellt hast. Hat einen Monat gedauert. Bei Wish oder was? Nee, war bei Amazon, aber es stand halt Japan. Aber die ist voll süß. Die fühlt sich, als ob. Okay, ja, klatsch rein. Jetzt kommt dieser Teig. Klatsch rein. So, und dann kommt deine Katze und hilft dir. Oh, wie süß. Okay, und jetzt haben wir, das muss jetzt einfach da rein, ne? Mhm. Hauptsache, ich habe das ja eigentlich schon mal gemacht. Guck mal, da kommt gar kein Ton. Gehen wir zurück. Lass nochmal warten. Ah, warte mal. Lass mal diesen Deckel da drauf tun, damit es schneller heiß wird. Wow. Fail. Und jetzt fängt's an, ne? Ja, jetzt langsam. Okay, und dann? Jetzt können wir. So, dann holen wir dann Kätzchen wieder raus. Ja. So. Sieht so süß aus. Okay. Geil. Okay, das könnte richtig geil sein, das könnte aber auch voll abartig werden. Ich glaube, das wird lecker schmecken. Das klebt am Boden, die Scheiße. Ich habe echt Angst, dass dieser komische Teig richtig eklig ist. Ich hoffe, ich habe ihn versalzen oder so. Sehr. Ey, jetzt sieht das aus wie die Foto von der Katze. Sieht eher aus wie so ein verschrumpelter Pimmel. Oh, darfst du sowas sagen? Ja. Okay, ich glaube, wir können das jetzt nehmen. Ja. Hey, bleib hier. Alles klar. Okay. Okay. There she is. Boah, es sieht irgendwie geil aus. Richtig ekelhaft frittiert. Lass mal durchschneiden. Aber pervers. Ja, schneid mal durch. Ja, okay. Sieht halt aus wie Teig. Ja, sieht halt aus wie Maiskolben mit Teig. Okay, lass probieren, oder? Geil. Hm, das riecht wie so gekochte Mais. Ja. Halt! Okay. Ha, geil. Schmeckt? Schmeckt besser als die normalen. Ja. Mhm. Wow. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Ich glaube, ich mache das jetzt immer. Ja, das war schon mal wirklich geil. Geil. 10, ich würde 9 Punkte geben. 9 Punkte. Ey, ich mache das Essen.
9 Punkte? Ja. Ich glaube, ich würde 8,5. Obwohl, nee, 9 ist schon gut. Das schmeckt eigentlich schon sehr geil. Ne? Ja, 9. 9 von 10. Aber jetzt brauche ich Nachtisch. Nachtisch jetzt schon? Nachtisch. Hast du einen gesunden Nachtisch? Nein. Oder einen ungesunden Nachtisch? Ungesund. Okay. Leute, kennt ihr diese Teile? Die sind so geil gewesen früher. Ich habe die immer, als Kind habe ich da immer so ein Geschenkband durchgezogen durch dieses Loch hier. Und dann habe ich die mal in Weihnachtsbaum gehangen. So als Weihnachtsdeko. Ich fand das immer voll schön. Eigentlich sah es richtig kacke aus. Jetzt kommt wieder meine helfende Hand zum Einsatz. Das ist so süß. Das ist meine starke Hand. Take it. Die süße helfende Katze. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es kann auch sein, dass das schmilzt. Dass das so komplett schmilzt. Nichts mehr davon übrig ist. Könnte aber auch sein, dass es geil wird. Okay. Okay. Jetzt kommt es in die Fritteuse. In der. Oh, oh, es klebt geil. Unten fest. Oh, fuck, ey, das passiert jedes Mal. Oha, ist total dick. Das sieht aus wie so ein dicker Oreo-Keks. Von der Form. Ja. Und schokoladig. Hä, vielleicht ist es voll geil. Oh, so wir hätten den Teig einfärben müssen in Christmas Farm. Oha, ja, so rot oder grün. Ja, lass machen. Okay. Geil. Ich passe so lange auf unser Baby auf. Bin gleich zurück. Geil, wir haben grüne Backfarbe. Es wird jetzt grün eingefärbt. You can. Geil. Hab die Grinch-Farbe ein bisschen bekommen. Oh ja. Über den Grinch. Meine Schwester hat ihn mal gehasst. Aber ich mag nur den Original. Kennst du den neuen? Ja, der ist voll kacke. Ja. Ich fand auch den Originalen, den liebe ich über alles. Und der neue ist richtig doof. Ja. Ich bin ja der Grinch. Hallo. Okay, guck mal, da ist schon der Keks. Ach. Den hab ich schon rausgeholt. You can try it. Und? Geil. Ey? Scheiße, so viel Kalorien. I'm sorry. Alter, das ist übelst geil. Oh mein Gott, Leute, das ist so gut. Das ist jetzt gerade voll geil, weil die Schokolade so geschmolzen ist. Richtig geil. Ohne Spaß, 10 von 10. Ja. Weil diese kleinen Perlen da drauf, die bleiben crunchy. Aber nicht zu crunchy. Es ist richtig geil. Hätte ich echt nicht gedacht. Geil. Ich dachte jetzt, das wird voll ein ekliges Video. Ich dachte auch. Aber das war geil. Und das andere war auch geil. Du, das war geil, du. Aber ich glaube, wir haben... Das war geil, ne? Das war geil. Ja. Weißt du, was ich jetzt hab? Was? Das ist diese... Das sind Klöße. Ach so. Das sind Marzipan. Marzipan. Sorry, ich hab dich so voll enttäuscht jetzt. Ich glaube, ich mag Klöße nicht so. Echt? Ja gut, ich bin halt so voll deutsch. Oh, ich brauch deine kleine süße Gabel. Dings, wie heißt das? Zange. Meine Zange. So, kommt jetzt hier rein in unseren... Oh, Baker. So. unseren grünen Teig. Boah, ich hoffe, das ist geil. Sonst wäre mein Traum von Klößen zerplatzt. Ich glaube, das wird mir eher gefallen. Oh mein Gott. Sieht jetzt aus wie eine Weihnachtskugel. Echt? Mhm. Alter, die kann man so jetzt aufhängen, weil das so ein Teil bekommen hat. So, jetzt haben wir hier unsere Weihnachtskugel. Und? So. Warum schmeckt alles, was frittiert ist, es geil? Es ist krass, oder? Nur weil es frittiert ist, schmeckt es direkt immer geiler. Ich meine, Fett ist ja so ein Geschmacksträger in der Zunge. Schmeckt so besser. Ich hoffe, das ist geil. Irgendwie sieht es gerade nicht so geil aus. Sieht aus wie ein Munchie. Stimmt. Magst du die? Ja. Diese Mochis? Okay. Let's try. Geil. Schmeckt echt. Hey, ich bin voll lecker. Aber ich liebe auch... Ich dachte, ich mag keine Knödel, die sind lecker. Alter, finde ich geil. Mag? Kein Wurfel ist fett, ich mag alles. 10 von 10 Punkten. Meine Zuschauer werden dich lieben. Ich weiß. Die werden mich hassen. Ich mach nie wieder mit dem komischen Typen. Der hat immer alles so komisch in seinen Zähne gemacht. Ey, lass jeden so sein, wie er ist. Genau. Außer die sind so wie ich. Ohne Spaß, ich dachte echt, dass das irgendwie so komisch trocken schmecken würde schmeckt oder so. Haben. Aber die schmeckt wirklich was, schmeckt, kann man die auch so essen, ohne ich es weiß nicht, die sind halt kalt. Ich glaube nicht, oder? Mhm. Geht? Ja. Die sind cool. Da hat unsere Nachbarin das immer falsch gemacht, weil von der mochte ich keine Knödel. Ja, die kann dann halt nicht kochen. Knödel sind richtig geil. Die sind richtig geil. Man kann die auch so in die Fritteuse tun, ohne den Teig. Danke, dass du mir die deutsche Kultur ein bisschen beibringst. Sehr gerne. Wir essen gleich auch noch Rotkohl, das wird auch der Shit. Hm. Ich mag keinen warmen roten Sauer. Gleich schon. Ich mag das nur kalt. Echt? Also frisch. Ah, so nicht, türkisch. Nicht gekocht. Wir müssen das noch ranken. Was sagst du? Ich fand das echt 10. 10 von 10 Punkten. Boah, ich fand das richtig lecker. Ich will immer nicht direkt 10 sagen. Ich sag 9. Du sagst aus Prinzip 9, aber es war nur 10. Ja, ich sag irgendwie echt aus Prinzip 9. Das war schon geil. Ich will was Dezis. Okay.
Okay. Ich hab noch was Süßes. Was denn? Dich selbst? Ja. Aber mich gibt's leider nicht in frittiert. Ich habe. Oh, geil. Spekulatius. Nicht normale Spekulatius, sondern Butterspekulatius. Ich kann mich nie entscheiden, was ich geiler finde. Gewürzspekulatius oder Butterspekulatius? Du magst Butterspekulatius. Butter. Ne? So einen ganzen Kerl hier nehmen und dann rein. Das waren? Wäre schon heftig, oder? Okay, Butterspekulatius in Fett frittiert. Danke, dass du mich hier eingeladen hast für diese. Sehr gerne. Boah, das sieht so geil aus. Das sieht noch geil aus. Boah, ohne Spaß, frittieren ist einfach das Beste, was es gibt. Ich will nicht wissen, wie viele Kalorien diese ganze Sache hat. Ich auch nicht, wirklich nicht. Also. Ja, patsch drauf den Shit hier. Alter. Wirklich nur Fettmasse. Das sieht ein bisschen aus wie so Fisch. Stimmt. Oder? So wie, wie so gebackener Backfisch. Ha, ha, fu, fu, fu. Ah. Schmeckt ein bisschen geil, aber ich finde noch nicht. Hm? Es schmeckt erst geil, wenn der Keks zur Geltung kommt. Ja. Also, schon geil. Irgendwann wird's geil, aber ich fand diesen anderen runden Zuckerkranz geiler. Ja, mir auch. Das ist einfach so ein bisschen... Da will ich so 6,5 Punkte nur geben. Ja, das weil ist ein bisschen da kommt einfach dieser wie ein Teig bisschen, ja, trockener Biskuit Teig. Genau, der Teig ja, ist der Teig dann, ein bisschen ja, zu genau. penetrant. Ja, hast du noch was? Ja, ja, noch was. Möchten. Was hättest du gern? Ja, erklärt. Das ist doch so voll das Weihnachtsding, oder? Na, das wird doch nur flüssig. Bist du verrückt? Das wird Wir doch nur flüssig frittieren, jetzt. Frittieren Käse, aber einfach so. Oh mein Gott, das sieht schon geil aus. Hi, hi, hi. Und? Ja, schmeckt halt wie flüssiger Raclette-Käse, oder? Ja. Ja. Ja, Käse. Ich glaube, ich mag ja keinen Raclette-Käse. Ja, aber du kannst ihn ja auch nicht so essen. You have to put it in the Teig. Nee, das reicht doch für den Käse. Den haben wir schon frittiert. Nein, der muss einmal jetzt gebacken werden. Wie hat das nicht funktioniert? Was ist das denn für ein Scheiß? Och Mann! Okay, Käse kann man nicht frittieren. Hä, das geht nicht. Guck mal bitte. Ganz ehrlich, ich bin sauer. Hallo. Aber auch ein bisschen geil. Der ist schon flüssig, aber sieht halt auch irgendwie ein bisschen abartig aus. Ja, wie viel gibst du? 3. 3 von 10? Weil ich mag diesen Geschmack von Raclette nicht ganz. Ah, okay. Ja gut. Ich habe gerade kurz gecheatet, aber... Alter! Oh mein Gott. 11 von 10, Mann. Ja? Leute, die ist halt vegan, aber ab und zu macht sie Ausnahmen, ist ihre Entscheidung. Deswegen nicht sie kritisieren. Ne? Ja. Sie macht es ja für sich, nicht für euch oder für andere. Genau. So, jetzt hast du noch Schweinachse. Nee, aber wir haben noch den Rotkohl. Ich liebe Rotkohl. Rotkohl ist der Shit. Das kommt jetzt da rein. Okay. Okay. So, mit jetzt hier gefrorenen Rotkohl. Ich hoffe, der bleibt zusammen. Rein da. Ah, oh mein Gott. Okay. Was ist da los? Du Scheiße. Okay, ja, reicht. Ah. Hast du? There she is, the beauty of fat. Sieht lecker aus. Ich hoffe, ich kann dich jetzt wieder davon überzeugen, dass es doch geil ist. Okay. Ha, es ist halt. Schmeckt doch. Findest du echt? Mhm. Zeig doch. Mhm. Hammer. Ich glaube, ich habe mal bei den falschen Leuten gegessen. Oh mein Gott, ich muss noch eins frittieren. Voll geil. Leute, ich mache noch eine Portion. Schmeckt sogar noch geiler als normaler Rotkohl. Also ich würde ihm echt 9 Punkte geben. Ja. 9 plus. Ich gebe ja keine plus. 10, deswegen 9. 4000 Kalorien. Ich habe Weihnachten. Was soll ich denn machen? Ich bin heute voll verpeilt, Leute. Sorry. Voll schön, du hast Weihnachten nachgeholt. Hast du dieses Dankeschön. Jahr auch nicht in Bayern? Nee, ne? Also wir weihnachtlich wir chillen dann nur, wir haben dann kein Weihnachtsessen und so. Kein Rotkohl? Doch, ich habe eine deutsche Tante, bei der sind wir mal. Echt? Essen gegangen, ach, so. Und die kann die Klöße nicht? Ich hätte das von Nachbarin gesagt, aber ja. Auf jeden Fall, ja, danke für die Einladung. Danke für die Wir drehen, glaube ich, bald ein Pancake-Video. Boah, ne? Das ist geil. Auch das so kommt dann bei Emra im Kanal. Cool. Yes. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt ihm auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall auch bei Emra vorbei. Emra. Link ist in der Infobox und hier verlinkt. Okay. Und dann würde ich sagen, essen wir weiter. Wir essen jetzt weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr den zweiten Teil wollt, dann? Ja, dann auch. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Tschüssi. Tschüss. Ciao.